Moin ihr Lieben, schaut mal hinter mir, ein XXL-Karton, auch wieder von der Marke RCB und da ist das RK29 drin und das ist ein Fahrrad, aber das ist kein ganz normales Fahrrad und ihr werdet es schon auf dem Bild gesehen haben, es ähnelt quasi schon einem Motorrad und das wird richtig, richtig geil. Wir packen die Angelegenheit heute mal aus, machen einen kleinen Rundgang und ja, ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Let's go! So, ich habe das Ganze schon mal geöffnet. Kommt also richtig gut verpackt. Und wir haben hier schon die Kiste für das Zubehör. Und da schauen wir jetzt mal rein. Zusätzliche Reflektoren oder halt die wir noch anbringen müssen. Toolkit, loses Werkzeug. Ein paar Clips, könnte für die Reflektoren sein. Kennzeichenhalter. Den brauchen wir jetzt nicht in Deutschland. Das Teil hat eine EC-Zertifizierung. Die Pedalerie. Ein gratis Zahlenschloss. Nice. Ist noch erklärt, wie das Ganze eingestellt wird. Cool. Klingel. Die klingelt sogar. Und last but not least ein Ladekabel. Stecker kommt uns bekannt vor. Ich gehe mal stark von 2 Ampere. Per Output aus und genau so sieht's aus, meine Freunde. 48 Volt System, ich glaube 15 Ampere Stunden Akku waren's und ja, das war's schon mal am Lieferumfang. Gigantisch groß das Teil. Bin mal gespannt, wie ich das hier rauskriegen soll. So, dann tun wir die Zubehörbox mal auf Seite und ich hole das Rad mal hier raus. So, das war ein Kampf um Leben und Tod. Gerade so rausbekommen, hingestellt, ich drehe mich um, da fällt mir das Teil fast in die Hacken. Glück gehabt, nicht wehgetan. Jo, sehr, sehr gut verpackt auf jeden Fall. Alles an Lacksachen ist gesichert. Reifen ist noch separat dabei. Hier ist noch eine Zubehörbox. Wird wahrscheinlich irgendwas sein zum Befestigen des Rades, gehe ich mal stark von aus. Nee, ist der beiliegende, aber nicht in Deutschland zugelassene Drehgasgriff. Den könnten wir quasi anbauen, aber ist natürlich nicht zugelassen. Deshalb stellen wir die Kiste direkt aus Seide. Ja, ich würde sagen, ich tue den Rest mal vom Schutzmaterial beseitigen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, einmal komplett entpackt. Dann würde ich sagen, schraube ich das Ganze jetzt mal zusammen. Sieht echt schon geil aus. Hat eine richtig geile Optik, muss ich sagen. Ja, mit dabei waren noch hier Schutzblech vorne, Seitenständer und so eine 0815 Handpumpe. Aber nice to have. Besser haben wie brauchen. So, so langsam nimmt das Moped Gestalt an. Reifen ist dran. Ging auch relativ leicht. Ich habe es auf dem Kopf gestellt und dann einfach das Rad montiert und der Seitenständer ist dran. Steht im Moment noch ein bisschen instabil, weil die Reifen haben quasi 0,0 Bar. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal weiter. Als nächstes kommt der Lenker dran, dann die Pedalerie und dann jo, machen wir noch einen kleinen Rundgang. Sieht richtig geil aus. Der Sitz ist riesig. Da kann man schon fast zu zweit drauf sitzen. So, nächster Step. Ich bin erstens am Laden, hängt an der Anker. Zweitens, ich habe die Reifen aufgepumpt. Auf den Reifen steht nur 20 PSI. Ich habe mal 25 reingetan. Natürlich nicht die 0815 Pumpe genommen, sondern die gute Xiaomi Luftkompressor. Den verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Als nächstes noch Pedale und das Schutzblech vorne. Und dann bin ich fertig und dann machen wir Rundgang. So, bis auf die Klingel habe ich alles dran. Jetzt räume ich den Müll noch weg
und dann schauen wir uns die Kiste aus der Nähe an. Puh. So, da ist das Ding. RCB RK29. Gibt's in Schwarz, Schwarz-Weiß und Schwarz-Pink, glaube ich, war es. Auf jeden Fall eine Mädchenfarbe, lila, pink, irgendwie sowas. Ja, was haben wir hier? Die Kiste wiegt stolze 37,5 Kilo. 120 Kilo können wir zuladen. Riesige Schlappen haben wir hier drauf. Wartet, ich sage euch auch noch mal genau, wie groß sie sind. Es stand doch hier. Wo stand's denn? 20 mal 4. 20 Zoll wusste ich aber nicht mehr, wie breit. 20 mal 4. Schutzblech vorne, hinten, wirkt alles sehr stabil. Sehr, sehr großer, gemütlicher Sitz. Lenker in so Harley-Style. Ein sehr, sehr schönes Display, zeige ich euch gleich noch. 250 Watt Motoren, Reflektoren, zwei Stück pro Seite. Zwei sind dran, also auf jeder Seite einer, und einen müsst ihr selber noch anbringen. Pedale habe ich dran gemacht. Schutzblech habe ich noch dran gemacht. Lenker hält bombenfest. Shimano 7-Gang-Schaltung. Sehr, sehr schönes Display, schalten wir gleich an. Bedienelement, Griffe mit Handballenauflage. Hier müssten wir haben 15 Amperestunden auf 48 Volt. Jawohl, da seht ihr es, 720 Wattstunden. Federung vorne, Federgabel vorne. Sehr, sehr geiles Teil, gefällt mir richtig gut. Schalten wir jetzt auf jeden Fall mal noch kurz ein. Dafür muss ich das Ladekabel ziehen. So, dann schaut euch mal dieses schöne Display an. Sieht das nicht geil aus? Trip, Gesamtkilometer, Fahrunterstützung, Geschwindigkeit, Batterie und ein Ready. Stufe 1, 2, 3. Dann haben wir oben Max, ist wahrscheinlich Max Speed, durchschnittlicher Speed und der aktuelle Speed. Sehr cool. Doppelklick können wir unten uns auch noch aktuelle Tripzeit. Ich denke mal, das wird die Spannung sein. Ja, Tripzeit. Und ich denke Spannung 53 Volt. Dann schalten wir mal das Licht ein. Wow! Diese Funzel sieht mal richtig geil aus. Riesiger Scheinwerfer. Rücklicht auch sehr schön. Oh, mit Bremslicht. Blinkt und flackert auch nix. Sehr geil. Gangschaltung sieht auch sehr gut aus. Schöne Kette in Silber gehalten. Passt optisch sehr gut hierzu. Ja, also, mehr Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Test dazu nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Klicken, liken, abonnieren, um hierzu nichts zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.